Willkommen zu einer neuen Folge Panzerkorps hier in Simferopol. So, diese Stadt müsste eigentlich langsam irgendwann mal fallen, aber sie hält sich hartnäckig. Was kannst du genau machen? Du kannst dem eine reinwürgen. Das finde ich gut. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht, aber was soll's. Ja. Erledige den Job und... Geh da rein, nächste Runde kannst du Munition haben. Dann... Scout kümmert sich um den Streuner. Du kriegst Munition. Gib dem mal eine rein. Ich sollte aufpassen. Oh, plus 2 Attack, nice. Capture Char B1. Okay, das war mal ein Capture Char B1. Naja, das ist lange in der Vergangenheit. Was hast du noch? 2 Schuss. Ich denke, ich bringe den hier rüber. So, ja. Du kommst hier rüber und machst den hier platt. What? Ah, das eine war nicht suppressed. Unglaublich. Ein einziger war nicht suppressed. Du brauchst dringend Fuel. Machen wir das doch. So, was hast du? 3 von 7, 3 von 7, 2 von 7. Du kriegst Supplies. Dann machen wir das so. Und du kriegst ebenfalls Supplies. Du hast noch genügend Munition. So, läuft. Du kriegst auch Supplies. Du bist voll. Okay, da ist einer drin. Nicht überraschend. Dann haben wir unsere ganzen... du bräuchtest eigentlich auch Supplies. Unsere ganzen Bomber. Eine minus 5. Okay. Ihr macht alle ein bisschen Munition. Drei war jetzt nicht so toll. Du brauchst keine Munition. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit den Fightern machen. Ich bin versucht, hier anzugreifen. Einfach um zu sehen, was hier ist. Ich glaube, es ist eine dumme Idee. 6-1. 6-0. Okay, weißt du was? Du greifst zuerst an. Hier passt. Okay, gute Sache. Nimm ein. Wir machen den so platt. Was bedeutet, dass du Supplies kriegen kannst? So, du schnappst dir den Panzer, der ist noch relativ gut unterwegs. Dann haben wir da noch einen Bomber. 6-0, 4-0. Machen wir den weg. Ich meine, wir können... Weißt du was? Ich gehe hier hin. Da ist keiner drin. Schick. Das Gute ist, wenn er den jetzt angreift, kriegt er von dem eins aufs Maul. Und ansonsten, er kann sich nicht so gut wieder hochheilen. Das finde ich ganz gut. Dann
hätte ich ganz gerne irgendjemand, der das Ding da mal einnimmt. Einfach um dem Gegner die Vision zu nehmen. Die 8-0 wäre eigentlich wichtig. Das Problem ist, den 12er müssen wir auch irgendwie down kriegen. Denn der geht sonst auf einen schweren Ghost auf. Wir können den zweiten in Position bringen. Haben wir nicht irgendwo noch einen Bomber? 1, 2, wo ist der dritte? Ach, da. Okay, die und die anderen zwei sind hier oben. Ja, ich verstehe. Also wir haben keinen Bomber mehr. Schade. 5-1, es reicht nicht aus. Aber wir haben... Wir haben Level-Bomber. Und der zieht sich jetzt hoffentlich da zurück. Okay, gut. Das heißt, die kommen nicht auf einen schweren Ghost auf. Mach den weg. Und du kriegst Supplies. Soweit, so gut. Würde ich sagen. Fang mal den an, ein bisschen runterzubringen. Ich glaube, der Gegner hat nicht mehr so viele Flugzeuge. Oh, du hättest da eine 3-0. Was? Es ist so lächerlich manchmal. Ah, okay. Ich glaube, hier sind wir sicher. Da haben sie keine Vision. Außer er geht jetzt da irgendwie blind rein. Dann sollte das eigentlich okay sein. Greif mal den an. Beschützt gleichzeitig die zwei. Den schweren Gustav haben wir noch. Das ist die Frage. Den heilt das uns wieder dumm hoch. Die anderen auch, aber die Panzer stören mich weniger, weil die kann ich irgendwie besser wegbomben, währenddem die Infanterie, wenn sie auf den Hügeln sind, es sind so schwierig wegzukriegen. Deswegen, denke ich mal, passt das so. Wir können uns noch bewegen. Ich bring dich mal hier runter. Da ist keiner drin. Okay. Spannende Sache. Nicht wirklich viele Einheiten hier. Ich bin ein bisschen überrascht. Der Rest bleibt soweit. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. 3 Runden, es müsste machbar sein. Ich möchte unbedingt einen Decisive Victory natürlich haben, weil uns das dann den Siege auf Sevastopol erlaubt. Ja, natürlich kommt noch irgend so ein dummes Flugzeug. Okay, er hat nicht angegriffen. Das ist sehr interessant. So, Fighter... Schwadrone. Du kannst auch noch mitkommen. 4. Oh ja. Das ist hässlich. Das ist richtig hässlich. Und 3 Fighter, um so einen kleinen russischen Rotzfighter wegzumachen. Tja, wie schaut's hier aus? Wollen wir das Ding einfach einnehmen? Das ist auch leer. Wow. Du brauchst Munition. Dann geh mal hier hin. Den kriegen wir so, denke ich mal, platt.
Fantastisch. Du hast auch schon fast wieder keine... keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich habe gerade den Faden so ein bisschen verloren. Okay, du musst auch hier weg. Und das sind wahrscheinlich all unsere Fighter gewesen. Wir müssen unsere Jungs langsam hier hinbringen. Das wäre eine 9-1. Wie schaut's aus? Immer noch eine 9-1, 7-1. Okay, du könntest hier tatsächlich angreifen. Dann gib ihm. Und hoffe, dass du die 9-0 hinkriegst. Nicht ganz. Irgendwie war das zu befürchten. Ach, du hast nur eine 1-0? Ugh. Weg ist er. Eine 7. So, hier rein. Wir warten erstmal noch. 7-0. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Karl gerät nach vorne. Wir bauen Vision und wir müssen diese Truppen noch irgendwie wegmachen. Ich denke, ich bringe dich mal dahin. Können wir den irgendwie surrounden? Sieht nicht so wirklich danach aus, ne? Mach mal den weg. Der nervt. Das wäre eine 7-0. Die Verteidigung hier ist relativ dürftig. Auf den ersten Blick. Okay, wir haben eine Kanone da. Plus eine Anti-Air-Gun. Ich denke, ich werde mich wieder zurückziehen, aber ich bin momentan noch ein bisschen unschlüssig. Ich denke, ich hätte dich ganz gerne hier drüben. Und generell ganzen Panzer nach vorne. Ihr auch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Was hast du für eine Reichweite? 3. Ich denke, ich muss dich hierhin bringen. Das ist gefährlich. Ich denke, es passt. Eigentlich sollte er hier keine Vision auf uns haben. Der wird hier nicht rauskommen. Der sollte hier keine Vision haben, ansonsten habe ich mich verspekuliert. Wenn man so will. Ansonsten habe ich mich verspekuliert. Also wenn der sich hier eins zurückzieht, müsste der auch keine Vision mehr haben. Das ist leer. Vielleicht können wir das uns irgendwie zunutze machen. Warte mal, ich geh hier hin. Du kommst nicht bis ganz unten hin. Das macht aber nichts. Wenn du so stehst, kann er hier zumindest nichts kaufen. Wobei, dann kauft er halt einfach da das Zeug. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, nächste Runde ist schlechtes Wetter. Mist.
Wir haben hier immer noch das Problem, dass... Das ist alles irgendwie... Es sind noch zu viele Gegner. Und ich komme nicht an den daran. 9, 7. Das wäre wahrscheinlich schon am besten. Dann wird der hier halt nochmal eine Runde überleben. Aber was will man tun, ne? Haben wir noch... Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben noch Bomber, oder? Ja. Geht ja so relativ geschmeidig. Dann haben wir dich noch. Und ich möchte eigentlich, dass du... Wobei... Ich meine, nächste Runde ist eh schlechtes Wetter. Also kannst du auch angreifen. Machen wir es so. 8-0. Einer weniger. So. Du gehst mal dahin. Du rückst eins nach. Du bist momentan zu nichts zu gebrauchen, hast aber volle... ich pack dich, glaube ich. Will ich den noch angreifen? Ich pack dich, glaube ich, mal hier hin. Nicht anzugreifen wäre wahrscheinlich ein Waste. In der Situation. Du kannst noch was machen. Und du brauchst Munition. Ich glaube, wir sind durch. Du hast noch nichts gemacht. Du hast eine Vision von 2. Also, du gehst 1 zurück. Ich möchte hier unten den surrounden, wenn es geht. Okay, ich denke, wir bleiben so. Ist ein bisschen hier noch riskant, aber passt schon. Da kann er nichts kaufen, da kann er nichts kaufen. Das heißt, er wird jetzt hier wahrscheinlich noch Zeug kaufen. Können wir nicht wirklich was dagegen tun. Aber wir werden sehen. Oh, ja. Der Gustav hat geschossen. Oh, plus, wir haben ein Ambush. Ja, scheiße. Naja. Wir haben es provoziert. Sagen wir, sind wir mal ehrlich. Wir haben das so ein bisschen provoziert. Okay. Also, wichtigstes ist, den zu pressen, weil dann können wir bomben. Dummerweise hat der keine... Der ist auf 7-0. Den würde ich eigentlich auch ganz gerne bomben. Den kriegen wir mit dem schweren Gustav zusammen platt. Du bräuchtest Munition. Ich denke, wir gehen erstmal auf die Kanone. Okay, nice. Das hat genau gepasst. Dann... Den können wir noch nicht angreifen, weil der noch im Weg ist. Okay, und jetzt kriege ich dich. Fantastisch. Ich weiß noch nicht.
irgendeiner muss blockieren, damit er nicht zusätzliches Zeug kaufen kann. Weil wir werden früher oder später hier uns ja das Zeug ausgehen. So, geh mal da hin. Fantastisch. Okay, du blockierst den. Du hast eine 8-0 da. Ich denke, wir gehen hin. Wir gehen rein. Minus 6. Das sollte passen. So, du ziehst 1 nach. Damit beschützt du die 3. Dann kann das Karl-Gerät irgendwas machen? Natürlich nicht. Warte, nein, das ist... Nächste Runde kannst du hier vielleicht rein. Du hast noch 4 Schuss. Der ist easy. Gehen wir auf den Hügel. Eine minus 8. Plus 1 Attack. Plus 2 Defense und plus 1 Attack. Sehr nice. 5-0. Ich würde den eigentlich ganz gerne ganz wegmachen. Weißt du was? Nimm das ein. Eine 7-0. Okay. Eine 6-0. Hat nicht ganz gereicht. Vielleicht können wir es mit den Fightern lösen. Du hast noch genügend Fuel. Sehr gut. Du hast auch noch genügend Fuel. Also, der ist weg. Der kommt bis hier unten hin. Greif mal den an. Machen wir den zuerst weg. Und eigentlich können wir den auch bomben. 9-1 ist nicht so toll. Helf mir hier ein bisschen nach. Ich bin gerade am Überlegen, soll ich hier hingehen, um den Spot zu blockieren? Dann kriegen wir wahrscheinlich einfach von der Anti-Tank-Gun 1 übergebraten. Was nicht ganz so lustig ist. Wir haben niemanden mehr, der die wegmachen kann, glaube ich. 2 Runden haben wir nachher noch. Hm, 7-0. Okay, ich denke, das sollte passen. Sollte nicht so gefährlich werden. Also, die zwei sind blockiert. Flugzeuge könnte er noch kaufen. Ich werde auch den schweren Gustav hier mit reinbringen. Soll er den angreifen, wäre mir egal. So, du musst den hier umnieten. So, und alle anderen. Müssen den Entrenchment-Level runterhauen. Will ich dich hier noch mit dazu bringen? Ich glaube nicht. Ich denke, nächste Runde haben wir ihn.
Die Fighter brauchen wir augenscheinlich momentan nicht mehr. Du kannst noch hier rüberkommen. Weil... Okay, ja, jetzt kann er nicht mehr an die Artillerie ran. Das war wichtig. Das war ein wichtiger Move. Du kannst da rein. Und dich packe ich damit dazu. Passt. Die letzte Artillerie noch nachziehen. Und ich glaube, wir haben soweit alles eingenommen. Bis auf hier die Punkte hier unten. Und die kriegen wir hoffentlich in der nächsten Runde hin. Wo kommt der her? Wo bitteschön kommt der her? Warum kann der einfach aus dem Nichts irgendwelche Fighter spawnen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht. Das ist echt ein bisschen gemein. Okay, was hat er noch? Oh. Minus 8. Nice. Okay, dann diese Geschichte hier. Karl gerät. Vielleicht reicht das. In Ordnung. Wir haben echt nicht mehr viel Munition. Das ist ein bisschen ein Problemchen. So, die Anti... Er ist weg. Minus 13, wow. Nicht schlecht. Da, Entrenchment versuchen runterzukriegen. Wir haben nachher noch eine Runde. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir bomben können halt. Das ist der Krux an der Sache. Oder die Krux. Okay, was hat er noch? Wir kriegen den da raus, aber... Wie viel Munition hast du noch? 7. Ganz miserabel. Okay, weißt du was? Wir geben dir den Kill. Weil dich können wir unter Umständen noch brauchen. Und ich denke, wir können es diese Runde abschließen. So. Eingenommen. Und das soll es gewesen sein. Aber das ärgert mich, dass der jetzt noch gebombt wurde. Es war total unnötig. Aber hey, das ist ein Major Victory, von dem her, wir nehmen's, passt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie noch Flugzeuge, die kurz vorm Abstürzen sind, aber es sieht nicht so aus. Wo ist unser dritter Bomber? Ach, da oben. Augen auf. Okay, gut, dann würde ich sagen, Ne, wir speichern es nachher. Geben wir den Zug ab. Und Decisive Victory. So, Simferopol LP Replay 1. Ja, ansonsten... Ich weiß nicht, warum ich hier das Spiel nicht speichern kann. Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, gut. Schauen wir uns das Debriefing an.
My commendations to you and your man, Herr General. Your success has once again afforded you the option to choose how you wish to proceed. With the Karl and Gustav both fully armed and ready, High Command believes you will be able to directly assault Sevastopol and occupy the entire port. Be warned that this task should not be taken lightly, as the Soviets have had more than enough opportunities to turn Sevastopol and the surrounding area into a fortress. If you do not feel your forces can sustain the inevitable heavy casualties that will result from assaulting Sevastopol, you may instead direct your forces to only secure the area immediately around Sevastopol. This will allow other forces to siege and neutralize the city, much as we are doing with Leningrad. Though this will undoubtedly prove as less prestigious victory, it will also prove to be less costly to your forces as well. Prepare for assault of Sevastopol. Okay, das lesen wir uns dann in der nächsten Episode durch. Ach, jetzt gibt's einen besseren Panzer 3. Ey, ihr könnt mich mal, jetzt wo ich alle auf 4 abgegradet habe. Och. Okay, ja, das wird so eine Mission werden. Wir haben immerhin 18 Runden Zeit. Okay. Ja, ich denke mal, also, ja, Panzer 3 Upgrades gehen jetzt natürlich nicht mehr. Was ist der 3N? Der 3N ist eh, ist nicht so gut wie der 4G, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, der ist nicht so gut. Ich denke, wir sind, können zufrieden sein. Wir hatten noch ein Upgrade für den Marder. Ja, der Marder 2D. Warum sollten wir den... Ach, der ist schneller. Weniger Munition, weniger Ground Defense. Ich denke, wir belassen das dabei. Nun gut. An dieser Stelle machen wir einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier an den Siege von Sevastopol. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Vielleicht bringen wir noch einen zweiten Gustav und ein zweites Karl-Gerät. Mal schauen. So die richtig schwere Artillerie. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr Panzerkorps und andere Let's Plays. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.